Schwimmer aus Ungarn, seit vielen langen Jahren sehr erfolgreich. Bei Olympischen Spielen gewann er bislang 5 Medaillen, war zweifacher Weltmeister und 31-facher Europameister. Es ist eine außergewöhnliche Karriere. Aber was macht diesen Laszlo C. so stark? Es ist unter anderem seine Konstanz. Ich freue mich über das, was ich erreicht habe, aber ich bin immer noch motiviert für die kommenden Monate und Jahre. Ich konzentriere mich immer auf das nächste Rennen und beschäftige mich nicht mehr mit der Vergangenheit. C. ist einer der besten Schwimmer Europas. Insgesamt hat er in seiner Karriere 67 Medaillen gewonnen. Nun geht es zu den Schwimmeuropameisterschaften nach London. Der Ungar wurde im vergangenen Jahr Weltmeister über die 200 Meter Schmetterling. Er ist in guter Verfassung nach einer sehr intensiven Vorbereitung. Ich bin sicherlich ein Kämpfer nach innen, aber nach außen kann ich das nicht zeigen. Und ich will das auch nicht zeigen. Und das funktioniert. Der olympische Silbermedaillengewinner von 2004 hat sein Potenzial nur ein Jahr später gezeigt. Gold, Silber und Bronze bei der WM in Montreal. 2 Medaillen über die Lagen, 1 Medaille auf der Rückendistanz. Das war wirklich toll, aber ich hatte Michael Phelps vermisst. Trotzdem war ich glücklich über meine Ergebnisse. Und Laszlo machte weiter mit Top-Ergebnissen. Bei der EM in Budapest gewann er 2 Titel und einmal Bronze, bei der WM 2007 in Melbourne. 2008 wurde er Zweiter über die 200 Meter Schmetterling sowie 200 und 400 Meter Lagen bei den Spielen von Peking. Dort war es gegen Michael Phelps gegangen. Michael war in der besten Form seiner Karriere. Über die 200 Meter Schmetterling hatte ich vielleicht eine Chance, nah an ihn heranzukommen. Aber er war einfach unschlagbar. Aber in Peking, da habe auch ich meine besten Rennen bislang gezeigt. Und weiter ging es mit Bronze. 2011 bei der WM in Shanghai über die 200 Meter Schmetterling. Laszlo C. fing aber an seinen Trainingsmethoden zu zweifeln. Nur wenige Wochen später der Start bei der Universiade in Shenzhen mit etwas mehr Erfolg als noch in Shanghai. Bei der Universiade war ich in besserer Form als bei der WM. Diese 3 Goldmedaillen hatten mit meinem Selbstvertrauen doch etwas Positives getan. Ich bin immer noch ein guter Schwimmer und ich kann Rennen gewinnen. Das habe ich mir gesagt. Die Olympischen Spiele von London 2012 waren ein erneuter Rückschlag. Nur 9. und keine Qualifikation über die 400 Meter Lagen. Ein weiteres verpasstes Finale über die 200 Meter Schmetterling. Ich dachte, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Ich kann jetzt sofort nach Hause fliegen oder alles, was bis hierher passiert ist, aus dem Gedächtnis löschen und für den nächsten Tag neu beginnen. Ich habe mich dann für den Neustart entschieden. Das war richtig, denn ich gewann Bronze über die Lagen, auch wenn es nicht mein bestes Rennen war. In the 200 medley, but it wasn't my best swim. Bei den Weltmeisterschaften 2013 in Barcelona hatte sich Laszlo C. mehr auf die kürzeren Distanzen konzentriert. Auch wenn er Silber über die 100 Meter Schmetterling gewann, wollte C. doch was verändern. Ich wusste, ich brauche einen neuen Trainer, ich brauche einen neuen Ort und etwas komplett Neues in meinem Leben. C. entschloss sich, zurück nach Blanchelot zu gehen. Das war sein Trainer in den 90er Jahren. Ein neuer Trainingsort, neue Workouts gaben C. auch neue Motivation. Jetzt schwimmt er mehr Schmetterling als Lagen. Ich muss meine Beinarbeit verbessern, die Kicks und das Timing dafür. Manchmal muss ich auch auf meine Arme achten, wie ich sie ins Wasser eintauche und wie stark mein Schlag ist. Die Veränderungen machten sich bei der WM 2015 in Kasan bemerkbar. In Abwesenheit von Michael Phelps hatte es zu Bronze über die 50 Meter Schmetterling gereicht, dazu Silber über die 100 Meter Schmetterling mit der drittbesten Zeit aller Zeiten von 15.
42,91 Sekunden. Am Ende der Meisterschaften dann das Gold über die 200 Meter Schmetterling mit dem Sieg gegen Chad Lecloff. Ich hatte das Finish besser gestaltet und das war diesmal sehr gut. Doch auf den letzten 20 Metern dachte ich, oh je, bin ich müde. Ich kann meine Arme ja gar nicht mehr bewegen. Wo ist denn die Wand? Und dann war der Anschlag da und das war großartig. Oh, please, the wall, wall, I need the wall, I need to touch the wall. So it was really great. Laszlo C. bereitet sich vor großen Meisterschaften in Eger vor. Dort gewann er im April auch seinen 100. ungarischen Meistertitel. C. schwimmt, seitdem er 4 Jahre alt ist. My father was a swimmer too, mein Vater war auch Schwimmer. Er hat mit seiner Leidenschaft an mich weitergegeben. Ich spielte auch Fußball und Basketball, mochte das aber nicht so sehr wie das Schwimmen und deswegen blieb ich im Wasser. I tried football or basketball, but I don't like it as much as swimming. So that's why I stay in the water. Im Laufe seiner Karriere hatte Laszlo C. immer wieder Hindernisse zu überwinden, auch abseits des Sports. Mit 10 Jahren wurde Asthma festgestellt. Ich kann normal atmen, ich nutze meine Notfallmittel, aber ich lebe ein ganz normales Leben. Im Wasser ist da nichts, was nicht gut für mich ist. I can live a normal life and I am not feeling in the water, I have something, it is not good for me. 2014 in Berlin gewann C. den EM-Titel über die 200 Meter Lagen zum 5. Mal in Serie. In diesem Jahr will er aber wieder über die Schmetterlingsdistanzen glänzen. Ich will da wirklich gute Zeiten schwimmen. Vielleicht gewinne ich auch wieder einige Goldmedaillen. Es ist mir wichtig, Europa und der Welt zu zeigen, dass ich immer noch gut drauf bin. Nun also die Europameisterschaften von London live bei Eurosport und dann sieht man auch Laszlo C. wieder. University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.